Erkältung schützt vor Bauch und dann gehe ich dahin. Angstzustände. Jetzt gewinne ich. Herzklopfen oder Kopfschmerzen. Was? Verdammt. Man sagt, hey, jetzt habe ich ein Spiel hintereinander gewonnen. Und der Krebsentstehung vorbeugt. Auch Zink ist sehr wichtig für unser Immunsystem. Es kann die Infektanfälligkeit senken und bei Gelenkproblemen, Haut- und Blasenkrankheiten nützlich eingesetzt werden. Ein weiteres wichtiges Mineral. Oh. Diese Stunde ist so langweilig, dass sogar Miyuki vor sich hin träumt. Kommen wir jetzt zu den Spurenelementen. Hier möchte ich Selen als einen wichtigen Baustein unseres Immunsystems. Vielen Dank, Herr Eder, vielen Dank! Ja. Danke! Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, ist das endlich vorbei. Ich habe einen solchen Hunger. Sag mal, hast du die Mathematikaufgaben schon gemacht? Auf einmal rief Ryuchi ganz laut, alles aufstehen. Danke, Herr Eder. Hm? Ja. Und Eder sagte völlig verwirrt, auf Wiedersehen. Herr Ueda wird bald heiraten. Hä? Ja, er hat 3 Jahre lang um eine wunderschöne Stewardess geworben, bis er Erfolg hatte. Ist das wahr? So eine schöne Frau wie Sie will wirklich diesen Mann heiraten? Nein. Ja. Tja, wo die Liebe hinfällt, das ist ja wirklich unglaublich. Allerdings, ich war auch überrascht. Ich wusste gar nicht, dass einer meiner Schüler Besitzer eines Cafés ist. Dann hast du wohl ganz besondere Schüler, die eigenständig sind und entscheidungsfreudig. Ja. Er zum Beispiel schläft die ganze Zeit. Plötzlich wird er wach und entscheidet ganz von allein, dass der Unterricht zu Ende ist. Ja, sehr entscheidungsfreudig. Und dann passierten ein paar unvorhersehbare Dinge. Bitte, Herr Eder. Ja, aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Ist jede Idee willkommen, wenn sie nur hilft. Ja, was soll ich dir da raten? Bitte, Herr Eder, bitte. Ich will alles versuchen. Und wenn ich wie Sie 3 Jahre warten muss. Was hat er denn? Der Sohn von Nun Philipp gut, II. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und ich werde nicht locker lassen. Mit 20 Jahren wurde er Herrscher über Makedonien. Bitte! Was ist los, Ryuchi? Oh, Entschuldigung, ich habe Bauchschmerzen. Kannst du nicht bis zur Pause warten? Nein, kann ich mich nicht im Sanitäterraum hinlegen? Ja, gute Besserung. Vielen Dank, sehr freundlich. Dostojewski formuliert das in seinem Entwurf zu Schuld und Sühne folgendermaßen. Moralische Ideen entstehen aus religiösen Gefühlen. Miyuki, ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Ich denke immer an dich. Danke, mir geht's gut. Wenn wir den Radius errechnen... Entschuldigen Sie bitte. Ich habe so schreckliche Kopfschmerzen. Zwischen dem 30. Breitengrad und dem... Hallo, Miyuki. Ich muss immerzu an dich denken. Oh, Verzeihung. Ich habe fürchterliche Herzstiche. Oh, oh. Hallo, Miyuki. Ich denke an dich. Was, Ryuchi? Er schrie immer, Hallo Miyuki. Und warum macht er das? Ich glaube, es hat ihn unheimlich geschockt, dass Herr Eder eine so schöne Frau heiratet. Und du meinst, deshalb benimmt er sich so seltsam? Und jetzt suchen ihn die Lehrer. Er muss sich irgendwo versteckt haben. Ich bin bestimmt das Hauptgesprächsthema an der Schule. Aber das ist nur der Anfang. Hey, Miyuki! Was? Keiner da? Wir sind deinetwegen umgezogen in einen anderen Raum. Ja, aber das hätten sie mir doch sagen müssen. Wieso hätten wir dir das sagen? Was soll das? Komm mal mit, Freundchen. Warum benimmst du dich so? Antworte gefälligst, warum machst du das? Du meinst also, du bist mir keine Antwort schuldig, was? Dann werde ich das auf der nächsten Lehrerkonferenz zur Sprache bringen. Die arme Miyuki, sie hat sehr geweint. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum du so etwas tust, Ryuchi, und sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Sie bat mich, in ein anderes Klassenzimmer zu ziehen.
Ist das wirklich wahr, dass Miyuki geweint hat? Richtige Tränen geweint? Ja, aber was in der Welt soll da... Sagen Sie die Wahrheit. Hat sie geweint? Ja, ich glaube. Vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sie in raue Berge. Das macht ja richtig Spaß, so im freien Unterricht zu haben. Das haben wir einzig und allein dir zu verdanken, Ryuji. Ich weiß genau, dass du nicht geweint hast. Das hat Nakata nur erfunden. Eins sage ich dir, ich werde nicht aufgeben. Ich kämpfe bis zum Sieg. Miyuki, ich denke an dich. Oh. Hey, was ist das? Hey, Miyuki, hast du das Toilettenpapier gesehen? Hier, sieh dir das mal an. Hier, Ryuji, und auch auf der Kanne, Ryuji. Oh nein! Und jetzt der Eisschrank. Da! Er ist witzig, nicht wahr? Das finde ich nicht. Ich kann mit der Art Humor nichts anfangen. Was hat er nur vor? Auf jedem einzelnen Gegenstand steht Ryuji. Siehst du, hier auch. Und hier, ist das lustig. Ich habe das Gefühl, ich mache bei irgendeinem Quiz mit. Ryuji ist ein Clown. Ich finde, er ist ein Idiot. Ich bin's, Ryuji. 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 Ich Was fällt dir ein, überall in unserem Haus deinen Namen hinzukritzeln? Miyuki ist sauer und wütend auf dich. Sie findet, du gehst zu weit. Oh, schön. Oh, nein, nein, nein. Ich meine, ist Miyuki wirklich böse auf mich? Du wirst den Schaden wieder gut machen, wenn du jedes einzelne Teil ersetzt, verstanden? Hat sie wirklich gesagt, ich gehe zu weit? Ja, du hast ja schließlich unser ganzes Haus beschmiert. Und eines sage ich dir, bleib ja weg von Miyuki. Ja, war sie wirklich sehr böse auf mich? Ja, denk doch mal darüber nach, was du getan hast. Ja, das werde ich tun. Ich werde darüber nachdenken. Ganz ernsthaft. Und Ryuji kam 4 Tage lang nicht zur Schule. Und dann am 5. Tag... Hallo, Masato! Wo warst du denn die ganzen Tage? Bist du krank gewesen? Nein, ich war nicht krank. Aber Ryuji, du bist doch 4 Tage lang nicht in die Schule gekommen. Ich habe angestrengt nachgedacht. Ich musste mir darüber klar werden, was ich getan habe und warum ich es getan habe. Vielleicht hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass Miyuki böse auf ihn ist. Ja, also, ich habe noch was zu erledigen. Wiedersehen. Hallo, Masato, was ist denn los? Was soll denn los sein, Miyuki? Ryuji als Nächster. Ja. Was ist los? Mir ist schwindelig, mir dreht sich alles vor den Augen. Was hat er denn nur immer? Oh, Miyuki. Hallo, Miyuki. Hallo, Masato. Hier dein Essen. Dankeschön. Bis nachher. Jetzt gehe ich zum nächsten Schritt über. Was machst du denn da, Ryuji? Da drüben liegt irgendwo ein Geldstück. Wo denn? Wo liegt es denn? Wo denn? Hä? Ryuji, ist dir schlecht? Hey, bist du krank? Nein, mir geht's gut. Aber Ryuji,